Bis zum Börsenbeginn des nächsten Tages. Wie ist das technisch so rasch möglich? Oder ist ganz einfach. Ich schicke Senator O'Keefe eine telegrafische Aufforderung und er überweist mir das Geld, ebenfalls telegrafisch. Schön, nehmen wir an, ich könnte Ihre Aufforderung Folge leisten. Dann schulde ich Ihnen also jetzt noch 500 Dollar. Ja. Aber meine Papiere fallen noch weiter. Dann muss ich Sie bitten, Ihren Kredit weiter abzudecken. Ja, aber wenn ich dazu beim besten Willen nicht in der Lage bin, was dann? Dann bin ich leider gezwungen, Ihren Pfand, das heißt also Ihre Aktien in diesem Falle, zu verkaufen. Ach, und Sie haben das mir geborgte Geld wieder. Mhm. Aber ich bin meine anbezahlten 400 Dollar los. Und alles, was ich nachgezahlt habe, auch noch. Ja, in ungünstigen Fällen mag das möglich sein. Es soll schon mal vorgekommen sein. So sehen also die grandiosen Vorteile aus, die die Börse bietet, wenn man auf Kredit kauft. Danke, Mr. Whitney. Ich weiß jetzt Bescheid. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, Mr. Gardner. Mr. Whitney, was nennt man an der Börse Fixen? Fixen? Das sind Leerverkäufe. Und was ist das? Leerverkäufe? Der Leerverkäufer verkauft Aktien, die er nicht besitzt. Erklären Sie uns das bitte, Mr. Whitney. Der Mann, der Aktien auf Kredit kauft, leiht sich das Geld. Und der, der leer verkauft, leiht sich die Aktie. Würden Sie sagen, dass es sich in beiden Fällen um Kreditgeschäfte handelt? Selbstverständlich. Nur in einem Falle besteht der Kredit aus Geld, im anderen aus einer Aktie. Weshalb verkauft man Aktien, die man nicht besitzt? Das müssen Sie mir erklären. Na, um Geld zu verdienen, natürlich. Natürlich. Dann kann ich Geld verdienen mit etwas, was ich nicht besitze. Das ist doch ganz einfach. Nehmen wir einmal an, Sie sind der Meinung, der Kurs einer bestimmten Aktie sei zu hoch, zum Beispiel US Steel beim Kurs von 30. Sie glauben, dass er fallen wird. Dann rufen Sie, Mr. Gardner, mich, Ihren Broker an und sagen, verkaufen Sie bitte für mich 100 Stück US Steel leer. Ja, und dann? Dann verkaufe ich Ihnen 100 Stück US Steel zum Kurs von 30, macht 3.000 Dollar. Und wann sehe ich die Papiere? Ultimo? Gut, also Mr. Whitney, Sie haben jetzt für Ihren Kunden, in diesem Fall Mr. Gardner, Aktien verkauft, die er in Wirklichkeit gar nicht besitzt. Er besitzt sie nicht, er muss sie aber liefern. Und deshalb leiht er sie sich mit Hilfe seines Brokers aus. Können Sie mir 100 Stück US Steel leihen? Ja, aber doch sicher gegen eine entsprechende Gebühr. Selbstverständlich gegen eine gewisse Provision. Nun ist Ultimo und hier sind Ihre Aktien. Ja, danke. Wenn nun inzwischen tatsächlich der Kurs von 30 auf 20 gefallen ist, dann kauft er für den Kurs von 20 100 Stück, macht 2.000 Dollar. Aha, und jetzt kann er die Anleihenpapiere zurückgeben und hat pro Aktie 10 Dollar verdient. Ja, das macht bei 100 Aktien 1.000 Dollar Gewinn. Sie werden noch ein richtiger Börsianer, Senator O'Keefe. Danke, danke, Mr. Whitney. Und Sie haben ein gutes Geschäft gemacht. Ja, aber einen Moment. Wenn nun die US-Deal nicht um 10 Dollar fallen, sondern steigen, dann muss er 1.000 Dollar draufzahlen. Ja, das lässt sich dann nicht vermeiden. Ja, aber das ist doch sehr unangenehm. Ja, unter Umständen ja. Ja, aber das... Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir wäre das sehr unangenehm. Tja, die Börse hat für alle Fälle vorgesorgt. Ich kann mir Geld pumpen, wenn ich kein Geld habe, und ich kann mir Aktien pumpen, wenn ich keine Aktien habe. Wie nennt man denn an der Börse diese Art von Geschäften? Mit dem, was man allgemein unter Geldanlegen versteht, hat das doch nichts mehr zu tun. Nein, das ist Spekulation. Sie sind sehr höflich. Ich nenne das Spielen. Börsenroulette, wenn Sie wollen. Senator Brown, wenn ich recht informiert bin, stammen Sie aus Kentucky, dem Land, wo alljährlich das größte amerikanische Pferderennen gelaufen wird. Wenn nun jemand beim Kentucky Derby Wetten abschließt, dann nenne ich das Spielen. Da gibt es nämlich nur Gewinn oder Totalverlust. Ah, unser Pastor zu Hause ist allerdings anderer Meinung. Er sagt, wenn jemand was von Pferden versteht und wenn er weiß, ob der Jockey bestochen ist oder nicht, dann hat das Wetten mit Glücksspielen nichts mehr zu tun. Mr. Whitney, wo ist der Unterschied zwischen einem Leerverkäufer und einem Spieler? Wenn jemand keinen Dunst von dem wirklichen Wert einer Aktie hat, wenn er kaum weiß, was die Gesellschaft, die sie herausgibt, produziert, wo die Fabrik steht, wer sie leitet. Wenn er nur darauf tippt, dass sein Papier an einem Tag anders bewertet wird als am anderen, das nenne ich Spielen. Wie nennen Sie das? Das möchte ich wissen. Spekulation, ich nannte das Wort bereits. Und die halten Sie für unerlässlich? Natürlich. Ohne Spekulation gibt es keinen balancierten Markt. Sie wirkt ausgleichend, wie ein Pendel. Mit Ihrer Pendelspekulation haben Sie unser Land in die schlimmste Panik gestürzt.
Sie haben die Börse zu einem großen nationalen Spielcasino gemacht und ein Drittel unserer Bürger zu Bettlern und Bankrotteuren. Sie wollen doch nicht im Ernst mich dafür verantwortlich machen, Senator Melotti. Ja, Sie und Ihre Hintermänner. Wir haben die Panik nicht verschuldet. Wir haben das Land groß gemacht. Wir haben ihm Ansehen verschafft in der Welt durch Spekulation. Ich behaupte hier, und das ist meine feste Überzeugung, dass Amerika nur durch Spekulation zu dem geworden ist, was es heute ist. Unsere Zukunft hängt davon ab, ob dieser kühne, spekulative Geist erhalten bleibt. Spekulation gehört zum täglichen Leben, nicht nur an der Börse. In jedem modernen Gemeinwesen spielt sie eine entscheidende Rolle. Sie bedeutet Freiheit der wirtschaftlichen Entfaltung, Freiheit der persönlichen Initiative. Das ist das alte Lied der Börsianer, das kennen wir, Mr. Whitney. Für mich ist Spekulation dasselbe wie irgendein idiotisches Glücksspiel. Beides kann manipuliert werden. Die einen spielen mit gezinkten Karten und präparierten Würfeln und die anderen, die beeinflussen die Kurse, schließen sich zu Pools und Syndikaten zusammen, tätigen Scheinverkäufe, bewegen Preise künstlich oder halten sie künstlich. Was es sonst noch alles gibt. Wir wissen doch, wie das gemacht wird. Das alles gibt's doch nur in Ihrer Fantasie. Ich verwahre mich. Die Dinge müssen abgestellt werden. Meine Absicht, und ich glaube, die aller meiner Kollegen hier ist es, die von Ihnen so gepriesenen Spekulanten in Zukunft daran zu hindern, Bankeinlagen unserer Bürger für fragwürdige Transaktionen zu benutzen. Dann können Sie den Banken auch gleich verbieten, Kredite für Grundstücke oder Häuser herzugeben. Da besteht doch wohl noch ein ganz wesentlicher Unterschied. Nicht für mich, Senator Caldwell. Ah, ich weiß. Bitte, Mr. Gardner, fahren Sie fort. Mr. Whitney, liegt es nicht nahe, dass durch ein ständig anhaltendes Angebot die Kurse gedrückt werden? Durch große Verkäufe? Einschließlich großer Leerverkäufe. Ach, Sie wollen auf den Unsinn hinaus, den Hinz und Kunz sich an jeder Straßenecke erzählen. Die Leerspekulation soll den Markt künstlich gedrückt haben, um am Verfall der Preise zu verdienen. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Ich sagte bereits, das ist Unsinn, entschuldigen Sie. Denn selbst der kühnste Leerverkäufer muss ja irgendwann mal wieder in den Markt einsteigen und die Aktien zurückkaufen. Das vergisst der Laie immer. Aber Ihr kühner Leerverkäufer ist an fallenden Kursen interessiert, nicht wahr? Je tiefer, desto besser. Daran verdient er sein Geld. Das wollen wir auch nicht vergessen, obwohl wir Laien sind. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Gardner. Mr. Whitney. Sie haben vorhin von Hinz und Kunz gesprochen, Mr. Whitney. Ich kann nicht glauben, dass Durchschnittsbürger darauf versessen waren, durch Leerverkäufe reich zu werden. Das ist doch eine viel zu komplizierte Sache. Die gigantischen Preise, die unsere Aktien vor der Katastrophe erreichten, waren die direkte Folge einer Kauforgie. Ärzte, Fahrstuhlführer, Lehrerinnen, Friseusen. Hinz und Kunz eben, nicht? Jeder hat gekauft, auf Kredit gekauft, ohne die leiseste Ahnung vom Wert oder von den Erträgen eines Papieres. Kaufen hieß die Parole. Heute kaufen in der Hoffnung, morgen für mehr, als ich dafür bezahlt habe, wieder verkaufen zu können, nicht? So war's doch wohl, Mr. Whitney, ja? Im Großen und Ganzen, ja. Ja, und die Banken, die haben daran verdient, dass sie diese Kauforgie immer weiter angeheizt haben durch die Hergabe von Krediten. Und die Brokerfirmen, die haben dabei Millionen von Vermittlungsgebühren eingesteckt. Ich möchte doch in aller Form gegen Ich bin doch gar nicht fertig, Mr. Whitney. Die Massen hatten keine Ahnung, wohin die Reise ging. Darum waren sie am Ende die Besiegten. Die Börse funktionierte nicht mehr nach den traditionellen Regeln. In diesen Wochen, Mr. Whitney, da waren die richtigen Börsianer, die Kenner, die Rechner mit den ewig klaren Köpfen längst ausgestiegen. Die wussten, dass diese Reise in den Abgrund führen musste. Und auf diesen Moment warteten sie. Denn da musste man ja auf dem Plan sein. Da gab's ja viel zu tun. Für alle, die Bescheid wussten. Wenn Sie diese Senatsuntersuchung zu einer Wahlversammlung machen wollen, habe ich hier nichts mehr zu tun, Senator Caldwell. Keine Angst. Ich will Sie nicht für meine Partei gewinnen. Das wird Ihnen auch schwer gelingen. Im Sommer 29 hat er sich eine kleine, aber ganz besonders mächtige Gruppe auf der Bess-Seite formiert. Sie nutzte die erste Chance, die sich bot. Und das war am 24. Oktober, am Schwarzen Freitag. Wie wollen Sie denn das beweisen? Als die ersten Verkäufer merkten, dass der Kaufhunger vorbei war, kam die erste Unruhe. Sofort ganz automatisch. Jetzt wollten die anderen ebenfalls verkaufen mit dem gleichen Misserfolg. Nun wurde aus der Unruhe Nervosität und aus der Nervosität Panik. Das, Mr. Whitney, war die Stunde der Bessiers. Jetzt scharten sie sich um das gemästete goldene Kalb. Denn sie waren ja die Einzigen, die wussten, wie es geschlachtet und verspeist werden konnte. Das sind doch ganz und gar unhaltbare Behauptungen. Wollen Sie bestreiten, dass genau um diese Zeit gewaltige Verkäufe, Leerverkäufe, dem schwankenden Markt den Todesstoß versetzt haben? Natürlich bestreite ich das. Dafür gibt es keine Unterlagen. Wir haben sie uns besorgt, Mr. Whitney. Wir wissen, dass riesige Aktienpakete für Millionen Dollar geschlossen verkauft worden sind. Und wenige Tage später, nachdem die Kurse rapide fielen, ebenso komplett zurückgekauft wurden.
Was sind die typischen Merkmale für Leerverkäufe, Mr. Whitney? Ja, und dann wurde das Geschäft bei entsprechend niedrigeren Kursen wiederholt. Rücksichtslos. Und die Masse, 120 Millionen, wie Sie sie ja selbst beziffern, musste ihre Kredite auf längst entwertete Aktien abdecken. Jeden Abend schickten die Broker-Firmen Tausende von Telegrammen ins Land. Zahlungsbefehle für ein ganzes Volk. Oh, jetzt brauchte sich die Bestspekulation nicht mehr anzustrengen. Die Abwärtsbewegung war in Fluss. Bald mussten die Broker die bei ihnen deponierten Papiere auf den Markt werfen. Die verschuldete Nation konnte sie ja nicht mehr einlösen. Und ein wenig später folgten dann die Banken nach. Und der große Ausverkauf, der war komplett. Adieu Reichtum, adieu Eigenheim, Auto, Pelz, Traum von Ferien in Florida. 30 Milliarden ausgelöscht. Verschwunden. 30 Milliarden. In ein paar Tagen. So viel, wie uns der Weltkrieg gekostet hat. In diesen Tagen, Mr. Whitney, hat die Wall Street ihr sorgsam poliertes Ansehen verloren. Im Gegenteil. In jenen Tagen hat die Wall Street ein weiteres Ruhmesblatt ihrer Geschichte geschrieben. Sie hat versucht, die Panik aufzuhalten. Ich selbst habe am Schwarzen Freitag im Auftrag der Banken für über 240 Millionen Dollar Aktien gekauft. Und mit welchem Erfolg? Ich habe den Preissturz für eine volle Stunde aufgehalten. Und dann? Dann? Ja, dann hat sich herausgestellt, dass man Narren nicht vor ihrer eigenen Narrheit schützen kann. Sie wollten Selbstmord begehen und ein Anti-Selbstmord-Serum hatte ich leider nicht zur Verfügung. Ihr Zynismus ist berühmt, Mr. Whitney. Ich glaube nur nicht, dass er der Sache nützlich ist, die Sie hier vertreten. Es ging damals doch darum, die Katastrophe abzuwenden. Hätten die Banken da nicht noch mehr Geld aufbringen können? Wozu denn? Eine Bank ist doch kein Wohltätigkeitsinstitut. Naja. Ich will Ihnen sagen, warum die Banken so schnell aufgegeben haben, Mr. Whitney. Weil sie der Versuchung nicht widerstehen konnten, an der Zerstückelung der Werte mitzuverdienen. Sie sind doch mit der Materie nicht vertraut. Über 1000 Banken haben ihre Tore schließen müssen. Die kleinen, die mittleren, die Provinzbanken, ja, aber nicht die großen Trusts. Die haben sich als uneinnehmbare Festungen erwiesen, dank der klugen und umsichtigen Manipulationen ihrer Kommandanten. Mr. Whitney, Sie wissen so gut wie ich, dass einer der Herren den Mr. Morgan zu sich geladen hatte und für die Sie Ihren bekannten Auftritt im Börsensaal spielten. Ein wenig später durch eine abenteuerliche Leerspekulation mehrere Millionen verdient hat. Das ist ein Gerücht. Wir haben es nachgeprüft, es stimmt, er allein für seine eigene Tasche mehrere Millionen Dollar. Glauben Sie, dass dieser Mann in der Tiefe seines geschäftstüchtigen Herzens an steigenden oder an fallenden Kursen interessiert war? Ich betrachte es als überflüssig, eine solche Frage zu beantworten. Bin ich ausnahmsweise ganz Ihrer Meinung. Bitte, Mr. Gardner. Mr. Whitney, als ich im Herbst 29 die Katastrophe abzeichnete, aber noch nicht zu erkennen war, wann und wo der Sturz enden würde, hätten Sie als amtierender Präsident da nicht einfach die Börse schließen können? Ich habe zeitweise die Zuschauergalerie schließen lassen. Davon spreche ich nicht. Das schien mir bei den damaligen Vorgängen sinnvoll. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Aber die eigentliche Börse, den Markt, wozu? Was wäre damit gewonnen? Hätten Sie die Vollmacht gehabt, die Börse zu schließen? Theoretisch, ja. Theoretisch und praktisch? Auch. Warum haben Sie es dann nicht getan? Die Kurse hätten nicht weiter absinken können. Jeder wäre es einmal gezwungen gewesen, seine Aktien zu behalten. Na und? Über kurz oder lang hätten wir ja doch wieder aufmachen müssen. Natürlich. Aber erst nachdem sich die Leute beruhigt hatten. Ja. Und in der Zwischenzeit hätten Sie Ihre Aktien zu Altpapier einstampfen können. Der Besitzer einer Aktie will sicher sein, dass er sie jederzeit wieder zu Geld machen kann. Nein. Wenn wir die Börse geschlossen hätten, dann wäre alles nur noch viel schlimmer gekommen. Das war doch wohl schwer möglich. Mr. Whitney, ist Ihnen bekannt, dass die Berliner Börse geschlossen wurde, als im vorigen Jahr in eine ähnliche Krise geriet? Ja, ich habe davon gehört. Und wie viel ist der Durchschnittspreis der amerikanischen Aktien im Herbst 29 gefallen? Bitte nennen Sie uns irgendeinen mittleren Wert, der Ihrer Meinung nach zutrifft. Ungefähr 60%. 60%? Das ist interessant. Denn die Berliner Kurse lagen nach einer Pause von 8 Monaten bei Wiedereröffnung der Börse nur um 12% niedriger als zuvor. Dort in 8 Monaten 12% Verlust bei geschlossener Börse. Hier in 3 Wochen 60% bei offen gehaltener Börse. Was sagen Sie dazu, Mr. Whitney? Sie haben doch immer alle Unterlagen zur Hand, Mr. Gardner. Ich kann Ihre Frage erst beantworten, wenn ich weiß, wie sich die Berliner Börsenkurse prozentual zu den unsrigen verhielten. Diesmal fehlen mir leider die Unterlagen. Dann können wir darüber auch nicht diskutieren. Bedauere. Wir bedauern auch, Mr. Whitney. Und mit gewissem Neid, das muss ich zugeben, bewundere ich Ihre unerschütterliche Überzeugung, immer richtig gehandelt zu haben.